Um zu sehen, wie schwierig es ist, aus Kabul zu entkommen, haben wir jetzt bei uns in der Leitung Sara Akrimi, derzeit in Kiew. Sie ist eine bekannte afghanische Filmregisseurin. Vielen Dank. Auch Sie waren überrascht vom plötzlichen Eintreffen der Taliban in Kabul und sind dann sehr schnell geflohen. Wie schwierig war es für Sie und Ihre Familie, Kabul zu verlassen und nach Kiew zu kommen? So it wasn't very easy because I was in bank in the morning and I was waiting to take. Es war nicht gerade einfach, ich war in der Früh in der Bank. Ich wollte etwas abheben, aber die Banken hatten schon kein Geld mehr. Wir haben gewartet, dann haben die Schüsse begonnen. Der Manager der Bank hat mir gesagt, ich muss nach Hause gehen, denn man kennt mich dort, ich bin ziemlich berühmt in Afghanistan. Ein Todesurteil. Also habe ich sofort meine Freunde angerufen, die Präsidentin der slowakischen Filmakademie. Sie hat mir erzählt, dass eine andere Person, die in die Ukraine will, zurzeit am Flughafen sind. Und wenn ich dorthin kommen kann, nehmen sie mich mit. Also habe ich nur die Familie meines Bruders und ein paar Assistenten und Filmemacher mitgenommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Situation noch gar nicht so chaotisch. Die Leute waren verwirrt, keinem war bewusst, dass die Taliban tatsächlich schon in der Stadt sind. Dann bin ich mit meiner Familie und der Familie meines Bruders und auch noch zwei Assistenten zum Flughafen gefahren. Nach ein paar Stunden haben sie dann den Flughafen geschlossen und das gesamte Personal hat den Flughafen verlassen. Und dann waren es auf einmal tausende Personen vor dem Flughafen. Eigentlich hätten wir schon fliegen sollen, aber es sind so viele Leute ohne Papiere in den Flughafen hineingekommen, dass wir den Flug verpasst haben. Mit Hilfe der Ukraine, außerdem die slowakische und die türkische Regierung. Die haben mir dann geholfen, meinen Flug am nächsten Tag zu bekommen. Also die Ukraine hat uns geholfen, aus Afghanistan rauszukommen. Jetzt versuchen wir, die einzelnen Leute auf andere Länder in Europa aufzuteilen. Denn da sind ihre Verwandten. Meine Familie lebt zum Beispiel in Kanada. Jetzt werde ich versuchen, meinen Bruder und seine Töchter nach Kanada zu bekommen. Ich habe auch eine slowakische Staatsbürgerschaft, deswegen werde ich dorthin gehen. Worauf hoffen Sie jetzt, nachdem Sie rausgekommen sind? Es war offensichtlich ein Albtraum. Von der Bank zum Flughafen, dort ein Flugzeug bekommen, das auch noch verpassen. Zum Glück haben Sie Verbindungen, die so viele andere Afghanen, die das Land verlassen wollen, nicht haben. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück für Ihre Zukunft. Was war das für ein Gefühl, als Sie in den Flieger kommen und dann in Kiew ankommen? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? When you got on that plane and eventually arrived in Kiev, what were the thoughts going through your mind? It is not anymore about me. Es geht jetzt nicht nur um mich, es geht überhaupt um Filmemacher. Ich fühle mich verantwortlich. Für mich ist es praktisch so, als hätte ich keine Zertifikation, Filmemacher zu sein. Zusammen mit der Regierung in Slowakien haben wir beschlossen, weitere 36 Leute herauszuholen. Was meine Zukunft betrifft, da bin ich noch immer schockiert. Praktisch eine Schockstarre. Wir müssen dann noch ein paar Probleme lösen. Ich habe alles verloren. Ich habe in verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Das habe ich alles zurückgelassen. Ich hatte nicht einmal Zeit, auch nur einen Cent von der Bank zu bekommen. Was ich erlebt habe, ist eine humanitäre Krise. Wir haben immerhin sehr schlechte Erinnerungen an die Taliban in der Vergangenheit. Für uns war es ein absoluter Albtraum, unter dem Regime der Taliban das Land zu verlassen. Wir wissen, sie sind gegen Frauen, gegen Kunst, gegen das Kino. Was meine Zukunft angeht, ich bin Filmemacher, ich werde Filme machen. Aber jetzt muss ich erst einmal dieses Trauma verarbeiten. Plötzlich, mitten unter Tags, muss man flüchten. Es gibt keinen Plan B. Man muss einfach weg. Es ging da auch nicht nur um mich. Als ich gehört habe, die Taliban kommen, habe ich nur an meine Nichten gedacht, an die Töchter meines Bruders. Sie sind erst Teenager. Ich konnte nicht akzeptieren, dass die unter den Taliban leben müssen. Denn die Taliban wissen absolut nichts über Frauenrechte, über Kunst oder über den Wert des Kinos. Die möchten einfach nur ihre Waffen zeigen und alles übernehmen. Und das ist ein großer Fehler. Ich bin jetzt die Stimme, nicht meines Landes, sondern von Filmemachern, von Künstlern, von Frauen. Wir haben das so angestrengt versucht, die letzten 20 Jahre. Wir hatten ein wirklich gutes Leben. Langsam wurde Kabul wie eine Stadt, langsam aber sicher wurde Kabul zu einer Stadt, die ähnlich ist wie andere Städte in der Welt. Und in ein paar Stunden war das alles zerstört. Danke, Sara Akrimi, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und jetzt müssen Sie natürlich weiter der Welt erzählen, was da in Afghanistan passiert. Vielen Dank.